So, dann jetzt wieder herzlich willkommen zurück. Und ja, wir müssen dieses Schätzchen hier, müssen wir, naja, wie soll man sagen, das Schätzchen fahren wir jetzt zum Containerhafen. Und ich fange nochmal neu an, weil ich es gerade eben schon wieder fast verkackt habe. Und wir hätten uns jetzt eigentlich nochmal die Einführung anhören können, aber das war mir jetzt egal. Das nehme ich hier raus. Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Formel 1 2012 und ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen hier. Oh, das waren die Reifen. Scheiße. Fuck. Damn it. Ja, wir machen mal nochmal ganz kurz einen kleinen Boxenstopp und dann machen wir es nochmal neu. Susanne, Wir reden einfach nicht drüber. Weil wir haben jetzt gerade eben den Rennwagen hier, ja, es geschafft zu sichern. Aber wir müssen mit dem Auto zum Containerhafen, was gar keinen Sinn macht, weil wir den LKW am Containerhafen ausgeladen haben. Aber ist okay. Ist okay. Vor allem dieses Schaltgeräusch ist einfach so fucking awesome. Ganz ehrlich, hier am besten einfach gar nichts rammen. Da kann doch nichts kaputt gehen. Boah, Alter, mit 360. Oh, war das knapp. Ja, oh, das war so dämlich. Oh nein. Ach, verdammte Scheiße, ey. Das war doch überhaupt nicht so geplant. Dammit. Fuck. Shit. Susanne, wir haben. Ach, ich weiß es doch. Okay. Jetzt volle Konzentration. Es darf nichts schief gehen. Ich meine, ich habe ja die Zeit. Deswegen jetzt warum Stress machen, wo man keinen Stress braucht. Boah, dieses Schaltgeräusch ist so geil. Boah, eigentlich will ich gar nicht so schnell fahren. Ich muss gar nicht so schnell fahren, das ist absolut Bullshit. Ich kann einfach hier ganz langsam langfahren und es ganz sicher schaffen. Und das mache ich jetzt auch, weil alles andere wäre Quatsch. Und wenn ich irgendwann mal Bullshit bauen will, naja, dann nehme ich mir irgendwann mal die Karre und mach's mal richtig, aber nicht jetzt in der Mission. Oder? 430, okay, wir haben es geschafft. Alles gut, es reicht. Es muss ja nicht sein. Zack. Ich muss mir dringend ein langweiliges Hobby suchen zum Ausgleich. Briefmarken züchten, ja, vielleicht oder Goldfische sammeln. Ja, das ist auch mal was, oder? Boah, dann schönes Blau. CBV zur besonderen Verwendung, war ja klar. Ja, mal wieder auf die Autobahn. Ich glaube, da können wir jetzt alles. Einfach nur, weil wir es können, nicht weil wir es wollen. Finde ich übrigens sehr, sehr schade, dass dieser Panzer nicht in irgendwelche anderen Sachen eingebunden ist, wie Missionen oder sowas, sondern dass man einfach so bekommt. Finde ich schade. Ich habe kein Problem damit, aber ich finde es einfach nur schade. Hat noch ein bisschen Potenzial vergeudet, finde ich. Bisschen Potenzial, aber ist okay. Reicher Schnösel aufgetaucht, der gerne schnelle Autos fährt. Bist du zufällig dieser Schnösel, Sekan Germir? Aha, ja, und du bist? Ich führe die Liga an und ich mag Spielgefährten mit dicken Bankkonten. Hast auch einen Namen? Den verrate ich dir, wenn dein Einsatz stimmt. Na, dann plündere mal dein Sparschwein. Gefällt mir. Wann wollen wir uns treffen?
Vielleicht fährst du gerade noch tanken. Ich bin schon unterwegs. Wenn dich, fahre ich zur Wache. Ich muss eh umsteigen. Einfach mal. Wenn es irgendwie mal Probleme mit dem Parkplatz gibt, einfach wegschieben. No. Wie gesagt, aber sauber alle einfach mal abgeräumt. Das ist ja egal. Okay, Ziel erreichen. Zum Autokino. Boah, jetzt auch richtig geile Karre. Boah, das Ding hat aber bestimmt eine Bodenhaftung, ey. Da träumst du von, wenn du ein Kind bist, ne? Oder? Hat sie Bodenhaftung? Ja. Boah, ich spüre schon, boah, also das wird mir lieber auf den ersten Blick. Ich glaube, Autokino war das nicht da vorne. Kann ich doch hier abkürzen, oder? Ja, kann ich deutlich abkürzen alles. Schicker Anzug. Gehört zum Job. Kleines Geschenk unter Freunden von der Modemesse in Mailand. Würde mir auch passen. Kannst du als Trostpreis mitnehmen. Deswegen lasse ich dich sicher nicht gewinnen. Ich bekomme den Anzug und 4 violette Euroscheine. Wenn ich gewinne, bekomme ich die 4 Scheine und ein Ticket in die Liga. Abgemacht. Also los. Würde ich sagen, ab geht die Post. Und ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie lange die Folge geht. Verdammt. Scheiße. Hier mal ganz kurz überlegen, was soll man zum folgenden Anfang gemacht oder wann hatte ich das letzte Mal gecuttet? Ich weiß zwar nicht, woher ich dieses Gefühl habe, aber irgendwie kommt mir das Rennen schon wieder piss einfach vor, so leid mir das irgendwo tut. Vor allem, ich finde es ja auch ganz geil, dass es diesen Streckenverlauf hier gibt, aber trotzdem. Was ich ultra hardcore feiern würde, was es in diesem Spiel bisher nur ein, zweimal gegeben hat, so glaube ich. Wobei so in dieser Form es halt ist, das glaube ich noch gar nicht gab, ist einfach, dass man ein Rennen macht, aber dabei das Ziel, also man macht im Prinzip in A nach B Rennen, aber man legt im Prinzip nicht den Weg C fest, kann man sagen. Das heißt, es ist komplett egal, wie der Weg ist, du musst einfach nur zum Ziel kommen. Das gab es hier schon ein paar Mal, aber nicht wirklich so in der Form, wie ich es gern gehabt hätte. So. Weil es gab dann trotzdem immer irgendwie Waypoints, dass man ja nicht irgendwie bis abkürzen kann oder so, oder dass man ja nicht irgendwie einen anderen Weg nimmt. Und das finde ich geil. Wenn man einfach Ziel hat und das heißt, da wird es erst dort, es wird gefickt so. Und man hatte es einmal diesen geilen Ansatz bei dem Paul hier, wo man gesagt hat, ja, man kann hier von A nach B fahren. Aber ich hatte dann auch wieder diese Waypoints gehabt und das fand ich dann schade so. Das heißt, dann wirklich einfach nur ein Ziel vorgeben und lass den fahren, wie er will. Weil da kann man, glaube ich, noch sehr, sehr viel Zeit einfach wegnehmen. Und dann kann man das auch so vom Schwierigkeitsgrad her wirklich so machen. Boah, jetzt hier. Ja gut, das habe ich deftig verkackt. Dass man das wirklich so, man kann ja die Zeit wirklich ultra knapp setzen so. Und dann in dem Moment zwingt man irgendwie den Spieler so Abkürzungen zu finden so. Währenddessen, wenn du einen Streckenverlauf vorgibst, dann, naja, sorry, ist das halt irgendwo langweilig. Ich kann gerade auch echt nicht viel sagen, weil es ist halt einfach ein fucking Rennen, da kann man halt nicht viel erzählen so. Aber generell, ich muss mehr versuchen zu driften, dann mache ich auch weniger Zeit, also dann verliere ich weniger Zeit. Ja, das war ja mal Satz mit X, das war wohl nix. Das war geil. Das war sehr, sehr schön.
Aber ich meine, mit Nitro bin ich generell sehr, sehr verschwenderisch, ist mir auch mal aufgefallen. Als ich mir jetzt so mal den letzten Part einfach mal so ein bisschen durchgeskippt habe, so, ne, geguckt wegen Sound, ob das so auch weiterhin alles stimmt, so. Das war sehr, sehr gemein. Also im Sinne, ja, nee, das war jetzt sehr gemein. Das war sehr, sehr so, dass ich immer so das Nitro, sobald ich es hatte, habe ich es rausgeballert. Aber das ist auch gut so, glaube ich. Weil ansonsten, weil wenn man das halt nicht macht, weil, gut, klar, man riskiert dann vielleicht, dass man irgendwann später keins mehr hat, so. Aber ansonsten, wenn man halt generell kein Nitro oder sehr, sehr wenig Nitro einsetzt, dann zieht sich das halt trotzdem nochmal wesentlich ab. Dann kann man vielleicht am Ende nochmal einen geilen Schub setzen oder so, aber das war es dann auch meistens schon. Und meistens, ja, braucht man Nitro nicht, braucht man den, das stimmt schon irgendwie. So, jetzt gleich in der zweiten Runde oder im dritten, wenn ich abbiegen muss jetzt. Sehr, sehr geil abgebremst. Jetzt mit Nitro Gas geben. Generell muss ich mir angewöhnen, das Nitro beim voll rausbeschleunigen zu benutzen. Ja, aber ich hab's locker. Und jetzt hätte ich noch mal so einen kleinen Schub gehabt, mit dem ich mich volle Kanne ins Ziel rein katapultieren kann. Ruf mich an, wenn du es nochmal versuchen willst. Die Jeans steht dir nämlich nicht. So, wir haben jetzt genau 50% des Spiels geschafft. Sehr, sehr geil. Ja, und ich würde das jetzt tatsächlich, auch wenn das viele nicht glauben werden als anders, nehmen einfach für heute das Spiel zu beenden. Weil wir haben heute sehr, sehr viel geschafft und generell ist das ein sehr, sehr geiles Spiel, aber man darf es einfach nicht übertreiben her. Deswegen, ich bedanke mich für heute, weil ich muss sagen, alle Parts wurden bisher nicht am Stück, aber an einem Tag aufgenommen. Das bedeutet, ich bedanke mich irgendwie sehr recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen, besser gesagt, einfach im nächsten Part wieder. Weil das ist eigentlich ganz lustig, weil für euch ändert sich ja eigentlich gar nichts, aber für mich ändert sich relativ viel. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.